Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Das dürfte eine hochinteressante Begegnung werden, Buschi. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Kurz zu den Gästen. Wie schätzt du sie heute ein, Buschi? Klar, es ist noch früh in der Saison, aber ein Blick auf die Tabelle wird ihnen trotzdem gefallen. Der Torwart spitzelt den Ball über die Latte. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Gute Parade bei diesem Eckball. Das ist die heutige Aufstellung der Gastgeber in diesem Spiel. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Er versucht's. Den hält er. Kurze Ecke. Die kurze Variante. Erstmal rausgeforstet. Schöner Pass. Macht er gut. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Papadopoulos. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Pepic. Sie verlieren den Ball. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Gute Aktion jetzt. Jetzt die Flanke. Fällt das Tor doch noch. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Da ist Platz auf dem Flügel. Ball draußen, gibt Abstoß. Da kommt die flache Hereingabe. Das hätte gefährlich werden können. Zuletzt gab es einen Heimsieg und klar, das soll heute ähnlich aussehen. Das war natürlich ein Spektakel mit reichlich Toren. Heute wird es, da muss ich so ein bisschen Luft rausnehmen, nicht so wild zugehen. Ich setze auf ein Unentschieden. Stoppelkamp. Ballverlust. Papadopoulos. Matthias Fetsch. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Arne Sicker. Gefährlich! Schöne Aktion. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Sehr gut gemacht. Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Pass auf die Außenbahn. Klasse Zuspiel. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Na, jetzt ist der Ball doch weg. Das frühe Stören jetzt. Haha, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Und da zeigt er ihn gelb. Kann man durchaus geben. Gündüz. Das könnte vielleicht was werden. Was macht er draus? Jonas Niedfeld. Nee, nee, nee. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Jetzt der Vorstoß. Chance zur Flanke jetzt. Sieht gefährlich aus. Kann er was draus machen? Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt.
Hier nochmal eine kurze Wiederholung des Führungstores. Klasse gemacht, der zieht da direkt ab und der Ball ist auch gut platziert. Ecke kommt ins Zentrum. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Jetzt können sie erstmal durchatmen. Aber was für eine Szene. Auf der Linie geklärt, das war wichtig, richtig gefährlich. Und da hatten sie auch ein bisschen Glück. Und er gibt ihn. Er gibt den Elfmeter. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Sie haben sich auf das Wesentliche konzentriert, ihre Chancen eiskalt genutzt und deshalb liegen sie vorne. Ja, ist eine gute Leistung, obwohl der Gegner zumindest gefühlt mehr vom Spiel hatte. Aber das Ergebnis ist ja am Ende das, was zählt. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Da ärgern sie sich. Ballverlust. So, was machen sie draus? Sie verlieren den Ball. Gute Aktion. Matthias Fetsch. Nee, da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Da müssen sie mehr draus machen. Keine Frage. Aus der Distanz, das war eine dicke Chance. Wenn sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Jetzt müssen sie aufpassen. Matthias Fetsch. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Flanke kommt ganz weit. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Das sah sehr einstudiert aus. Buschi. Sieht so aus, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball gut rein und dann ein toller Abschluss. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Klasse Pass. Steil gespielt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. So, den hat er. Aber die Szene zuvor, die würde ich mir gerne nochmal ansehen. Ja, das war eine klasse Parade. Da musste er alles auspacken, was er drauf hat. Papadopoulos. Jonas Niedfeld ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Jetzt ist es gefährlich. Stark verteidigt. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Stoppelkamp. Guter Pass. Was macht er draus? Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Papadopoulos. Und da ist der Ball wieder weg. Da geht er volles Risiko. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen.
Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Rückpass hier zum Keeper. Janssen. Da kommt der Pass. Steil gespielt, gute Idee. Die Chance. Und das Tor. Da hat er überhaupt keine Probleme beim Abschuss aus kurzer Distanz. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Hier nochmal dieser Treffer. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Eindruck im Moment nicht, wie sie auf diesen eindeutigen Spielverlauf reagieren sollen. Super dieses Zuspiel. Klasse Pass. Flanke jetzt. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Super dazwischen gegangen. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. So, Buschi, wir schauen an die Seitenlinie. Spielerwechsel jetzt bei Halle. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Und jetzt ist der Ball geklärt. Mast. Die Chance auf den Konter. Keine Diskussion, berechtigter Freistoß hier. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Keine andere Option für den Referee. Papadopoulos. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Da verlieren sie den Ball. Ballverlust. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Und das war's. Das Spiel ist beendet. Tja, das war heute doch eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Ja, und vor allem, weil sie bis zum Schluss konzentriert weiter nach vorne gespielt haben. Das muss man ja auch erstmal so umsetzen. Deutlicher Sieg heute in dieser Partie. Sie haben heute wieder mal gezeigt, wie stark sie vor allem in der Offensive sind.